heute geht es wieder um Playmobil. Und zwar hat Playmobil seine Shopping-Serie erweitert. Hier seht ihr schon die Kartons. Es handelt sich oben links um den Bike- und Skate-Shop. Oben rechts gibt es einen Familien-PKW. Unten links der Bioladen und unten rechts das Reitsportgeschäft. Ich zeige euch das jetzt mal etwas näher und dann gucken wir uns die Sets natürlich auch wieder im aufgebauten Zustand an. Wir beginnen mit der Nummer 9402, das ist der Bike und Skate Shop. Ihr seht schon, die Verpackung ist super hübsch aufgebaut und zwar wie eine Tragetasche. Aber was ist hier drauf zu sehen? Wir sehen ganz klar, in einem Bike-Shop gibt es Fahrräder zu kaufen, man kann Skateboards kaufen, Helme, Mützen, Inline-Skates, die finde ich übrigens besonders cool, die zeige ich euch gleich nochmal vom Nahen. Und neben der Einkaufstheke ist auch eine Rampe oder eine Halfpipe, also das kann man es Halfpipe nennen, sagen wir Rampe, eine Rampe mit dabei. Der Bioladen hat die Nummer 9403. Beinhaltet drei Figuren, eine Frau, einen Mann und ein Mädchen. Und auch da seht ihr, da gibt es eine frische Theke mit Wurst- und Käsewaren, verschiedene Getränke in Kästen und ja, ganz viel Obst und Gemüse in Kisten. Also ganz, ganz viel Zubehör. Das Reitsportgeschäft hat die Nummer 9401 und auch da ist eine Menge Zubehör neben den drei Figuren. Ist noch ein Holzpferd dabei und ganz, ganz viele Hüte, Sättel, Zügel und Cremes für Pferde und Pflegeprodukte zum Striegeln, zum Bürsten. Also ganz, ganz viel Zubehör ist mit dabei. Das vierte Set hat die Nummer 9404 und ist der Familien-PKW mit Parkbucht. Ihr seht schon, auch da drei Figuren dabei, eine Familie mit Kind, Einkaufstaschen und das Tolle an diesem Auto ist, dass es RC-fähig bedeutet, man kann ein RC-Modul-Set mit der Nummer 6914 dazu kaufen, das einbauen und dann kann man diesen Wagen sogar fernsteuern. Das fünfte Set aus dieser Serie ist etwas kleiner und hat die Nummer 9405 und sind die Shopping Girls. Also zwei Frauen mit Einkaufstaschen und ein junger Mann ist noch mit dabei. Also fünf Sets, die den Shopping-Spaß erweitern und jetzt gucken wir uns die Sets mal im aufgebauten Zustand an. Da habt ihr das Set einmal in Großansicht. Ich habe es ähnlich aufgebaut, wie es auf der Verpackung zu sehen ist. Aber was gibt es hier Schönes zu kaufen? Das gucken wir uns jetzt einmal an. Und zwar diese drei Fahrräder in verschiedenen Farben und Ausführungen. Im Hintergrund stehen drei Skateboards, auch in verschiedenen Farben und Ausführungen. Daneben die Helme. Und das ganz links, das rote, sind Inline-Skates. Die zeige ich euch gleich nochmal von nahen. Hier haben wir die Verkaufstheke. Da ist die Verkäuferin mit einer coolen Cappy und auch Skater-Outfit. Vorne seht ihr im Tresen sind zwei Kameras, das sollen wohl so Action-Cams sein, die natürlich auf einer vernünftigen Mountainbike-Fahrt nicht fehlen dürfen. Hier seht ihr jetzt die Rampe mit coolem Playmobil-Graffiti, ist echt schön geworden, muss ich sagen. Dahinter ein junger Mann, auch in einem Skater-Outfit. Und hier seht ihr die dritte Figur, die im Set mit dabei ist. Das ist eine Frau, die Inliner fahren kann. Und zwar sind das keine extra Schuhe, die man anziehen kann. Ich zeige euch das mal von nahen. Man kann nämlich die Inline-Skates unter die Schuhe, also so da reinhaken. So sieht das Ganze nämlich aus. Die haben so Schienen unter den Füßen. Dann nimmt man hier den Skate und kann ihn einfach hier reinklipsen. Also super, super gut. Hier habt ihr nochmal den Gesamtüberblick zum Bike- und Skate-Shop mit der Nummer 9402. Gucken wir uns die andere Seite an, da ist nämlich der Bioladen. Da habt ihr jetzt den Bioladen. Vorne die Figuren, das sind die Shopping Girls, da komme ich gleich nochmal zu. Aber im Hintergrund halt der Verkäufer mit dem Hut, die junge Frau mit den blonden langen Haaren und dem hellen Einkaufskorb in der Mitte. Und auf der linken Seite ist das Mädchen mit dem Schulrucksack. Die kauft sich vielleicht noch eine Banane oder einen Apfel auf dem Weg zur Schule. Werfen wir einen Blick auf das Gemüse. Da seht ihr Möhren, Paprika, Ananas und auch Blumenkohl.
Hier auf der linken Seite seht ihr im Hintergrund die Bananen und Rotkohl. Da liegen noch Melonen rum, der Kürbis ist zu sehen und auch Möhren vorne in der dunklen Tragetasche. Werfen wir nochmal einen Blick auf den Hintergrund. Da sind die Flaschen in den Kisten und die Eier sind da im Regal. Tomatenmark auf der rechten Seite sehe ich noch. Aber was halt noch mit dabei ist, ist die frische Theke mit den Wurstwaren und auch eine Kasse ist mit dabei und eine Waage. Das ist der Bioladen mit der Nummer 9403. Hier seht ihr jetzt das Reitsportgeschäft mit der Nummer 9401. Die drei Figuren, die Verkäuferin auf der rechten Seite mit den dunklen Haaren, in der Mitte die Mutter mit der Mütze und auf der linken Seite das Mädchen, was reiten möchte, die hat schon einen Reithelm auf. Und auf der linken Seite dann der Tresen mit dem Laptop. Im Hintergrund seht ihr ganz viele Reithelme und Hüte. Ziemlich in der Mitte ist das Holzpferd, da ist noch ein Sattel drauf. Vorne ein Zaun mit einem weiteren Sattel. Und auf der rechten Seite habt ihr dann Zügel und hinten die Cremes und diverse Pflegeprodukte. Kommen wir zum Set 9404, Familien-Pkw mit Parkbucht. Hier seht ihr schon die Parkbucht mit einer schönen Laterne, einem Parkzeichen und Blumen und Hecken. Und da kommt der Wagen angefahren. Ein rosa Familien-Pkw mit Platz für 4 Personen und Kofferraum. Da ist Mutter und Vater drin und hinten der Sohn, der sitzt im Kindersitz. Der ist nämlich auch noch mit dabei. Man kann da einen Kindersitz reinsetzen. Und das Schöne an diesem PKW ist, dass man den umrüsten kann mit einem RC-Modul-Set Nummer 6914. Dann kann man den Wagen fernsteuern. Ich hole jetzt nochmal die Figuren raus, die gucken wir uns auch nochmal an. Da sind ja auch schon die Familie zum Shoppen. Der Vater mit einer lässigen braunen Lederjacke, der Sohn in der Mitte und auf der rechten Seite die Mutter mit Rock. Und jetzt schwenken wir einmal nach links, da stehen nämlich noch die Shopping Girls. Das ist dann das letzte Set mit der Nummer 9405. Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, könnt ihr gerne mal auf unserem Blog vorbeigucken unter www.dojosspielzeugwelt.de. Da ist noch ein ausführlicher Bericht über die neue Serie mit dabei. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und ja, bis dann. Tschüss.